Köln zum eBay SEO Experten Workshop. Das Programm sieht heute wie folgt aus. Wir haben im ersten Teil Basics, die streame ich live. Hoffentlich jetzt mal mit besserem Ton. Ich habe das Mikro bis ans letzte aufgedreht und habe es nochmal oberhalb des Handys positioniert. Innerhalb des Basic-Teils, der ist öffentlich, der wird gestreamt, gehen wir die ein oder anderen Basics durch. Ihr könnt immer und jederzeit Fragen stellen. Sobald wir in den tatsächlichen fortgeschrittenen Teil gehen, dann werde ich den Livestream ausschalten. Das hat folgenden Grund. Ihr werdet dann in der Tat wahrscheinlich auch stark firmen- oder unternehmensbezogene Fragen stellen oder die sehr stark auf euer Angebot zugeschnitten sind. Die gehen schlicht und ergreifend die Öffentlichkeit nicht an. Ja, im Anschluss nach dem Workshop bekommt ihr noch ein Handout plus eine E-Mail, wo ihr einen Link kriegt zu der Mastermind-Gruppe. Die steht euch jederzeit dann zur Verfügung, wo alle vergangenen Mitglieder drin sind, wo sowohl Michael wie auch ich halt immer noch die ein oder anderen Fragen beantworten. Weil ihr könnt euch sicher sein, es ergeben sich Fragen. Wenn ihr dann tatsächlich zu Hause sitzt und beginnt, eure Angebote zu verbessern, kommen Fragen auf. Die könnt ihr dort stellen, das ist kein Problem. Wenn ihr mal ein paar Beobachter braucht, also da wird auch untereinander geholfen, dann kann der Beobachter euch geben lassen. Grundsätzlich ist es mein Ziel, dass wir mit dem Theorieteil kurz vor Mittag, idealerweise gegen 11 Uhr, meistens gegen 12 Uhr fertig sind, sodass wir im kompletten Nachmittagsbereich, wir müssen heute ein bisschen pünktlich Schluss machen, weil heute Abend noch die Veranstaltung vom BVOH stattfindet um 18 Uhr, sodass wir hoffentlich bis 18 Uhr alle Angebote durchgeschaut haben und auch optimiert haben. Das werden wir wie folgt machen. Ein Angebot schauen wir uns gemeinsam an. Derjenige, dessen Angebot es ist, erhält dann ein Aufgabenpaket. Dann gehen wir zum nächsten. Und wenn der erste fertig ist, springen wir wieder zurück auf den ersten und gucken zu, was die Optimierung gebracht hat, ob wir hier ein Ranking verändern sehen. Und mit ein bisschen Glück, ja, habe ich schon gesagt, schaffen wir es bis 18 Uhr. Aber wenn es halt nicht klappt bis 18 Uhr, tut das der Sache keinen Abbruch, dann mache ich heute Nachmittag, heute Abend weiter unten im Kandinsky halt in einer angenehmeren Atmosphäre bei einem Kölsch. Also jedes Angebot schaue ich mir heute an und jedes Angebot optimiere ich heute. Also das ist versprochen. In München ging es zuletzt bis 11:30. In Hamburg war es, glaube ich, 12:30. Also deswegen meinte ich auch in der Ankündigungs-E-Mail offenes Ende. Sprich, wenn jetzt einer pünktlich gehen muss heute, wie der Dennis, glaube ich, der muss halbwegs pünktlich fahren, dann sagt mir bitte Bescheid und dann ziehe ich diese Angebote vor. Und ich weiß, von einigen habe ich noch keine E-Mail bekommen mit den Angeboten zum Einpflegen. Die könnt ihr jetzt dem Michael per PN schicken, dass wir zumindest schon ein bisschen Historie haben, bis wir an den Angeboten dran sind. Also wer mir noch keine E-Mail mit E-Mail-Angeboten geschickt hat, der macht es bitte per PN an den Michael. Eine Artikelnummer oder zwei Artikelnummer und dann mit den dazugehörigen Hauptkeyword. Dann pflegt er die im Backlog ein und dann können wir gleich uns das Ranking betrachten. Okay, fangen wir an. eBay Basics. Gibt es 10 Basics? Ist euer Account clean? Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, stimmen eure Detailed Seller Ratings? Leistet ihr einen optimalen Support? Sind die Bewertungen? Ist die Mängelquote in Ordnung? Beantwortet ihr alle Fragen vom Käufer pünktlich? Ist eure Retourenquote okay? Ich werde es euch gleich erklären, warum das wichtig ist. Das ist in der Tat mit einer der wichtigen Ranking-Kriterien, die euch einen Score zuordnen, beziehungsweise es wird im Kundenscore, also im Zufriedenheitsscore von eBay eurem Account zugeordnet. Wenn der beschissen ist, bedeutet es faktisch, dass ihr schlecht rankt. Habt ihr alle verfügbaren Artikelmerkmale angelegt, insbesondere Getin und die MPN? Eine MPN ist nichts anderes als die Artikelnummer. Viele von euren Angeboten, habe ich schon gesehen, sind danach nicht optimiert. Das heißt, es fehlen viele von eBay vorgelegte Artikelmerkmale. Die sind aus zwei Gründen wichtig. Ein Grund ist der, sie werden indexiert. Das bedeutet also, von der Cassini ausgelesen und
Sofern dort die Keywörter enthalten sind, dann zählen die Keywörter. Das ist der eine Grund. Der nächste Grund ist der, dass ihr hierüber, wenn ihr sucht, seht ihr auf der linken Seite, auf der eBay-Seite Filter, dass ihr hierüber die Filter ansteuert. Ein wichtiger Punkt, weil Kunden tatsächlich die Filter benutzen. Ja, Thema Produktbilder. Das ist bei den meisten wirklich eine enorme Herausforderung, ein gutes Produktbild zu liefern. Finde ich im Übrigen extrem schade. Bei Amazon seid ihr in der Lage, genau das zu liefern, was Amazon halt auch macht. Ihr akzeptiert Amazon als Instanz, die euch etwas Wichtiges sagt. Ihr versteht das. Und sobald ihr die Seite wechselt und auf eBay-Seite seid, habt ihr alles vergessen, was an Bilderregeln gut sein könnte. Und ihr packt eure Logos da rein, eure Firmenschriftzüge, den letzten Scheiß, den im Prinzip keiner interessiert. Kein Kunde sucht nach eurer Marke. Die Kunden suchen nach dem Produkt. Die sollen das Produkt sehen. Das ist der eine Punkt. Der nächste Punkt ist der. In Amerika ist es ja nun schon so weit, dass die Bildersuche in der mobilen App verfügbar ist. Das bedeutet, es muss ein Produktbild als erstes verwendet werden, was für und durch eine Bildersuche erkennbar ist. Ich habe das mal ausprobiert und habe mal ein wunderschönes Bild mit ganz, ganz tollen Fahrzeugfelgen und der Hintergrund, mit dem Hintergrund einer Holzwand durch die Bildersuche laufen lassen. Was kam als Ergebnis? Ich bekam Holzregale vorgeschlagen. Das ist natürlich völliger Unfug. Denn ihr dürft eins nicht vergessen, wir haben ein Produkt auch dabei, das habe ich eben schon gesehen. Die Kunden kennen nicht die Begriffe, nach denen sie suchen. Wisst ihr, wie häufig ich schon vor der Herausforderung gestanden habe, dass ich ein Produkt auf eBay gesucht habe, aber ich wusste nicht, wie es heißt. Ich musste auf die Bildersuche zurückgreifen. Ich musste das Produkt, was ich irgendwo gesehen habe, was im Prinzip defekt vor mir lag, abfotografieren und musste dann sogar auch teilweise zu Amazon switchen, weil da funktioniert die Bildersuche schon. Also, Bilder, ganz, ganz wichtig. Ja, 80 Zeichen im Titel. Diejenigen, die von euch Kataloglistings machen, sehen manchmal nicht die Bedeutung des Titels. Nutzt die 80 Zeichen aus. Da gehören Keywords rein. Ich stelle euch gleich nachher eine Studie vor, wo über 1 Million Titel untersucht worden sind. Da lassen sich schon einige ganz großartige Kausalitäten ableiten, wie ein Titel aufgebaut zu sein hat. Ja, Käuferfragen als beantwortet markiert. Denkt ihr, na klar, machen wir immer. Wir gehen auf E-Mail-Nachrichten oder haben ein eigenes CRM-System. Da beantworten wir alle Fragen. Alles prima. Falsch. Es gibt eine Einstellung im Seller Hub, wo genau ihr dort schauen müsst, dass an dieser Stelle die Fragen als beantwortet markiert sind. Ab und an in der Vergangenheit hat die eBay dort einen Bug, sodass ihr gleich nicht verwundert sein solltet, wenn ihr erkennt, ups, da habe ich aber auf einmal 300 oder 200 Fragen noch offen. Die habe ich aber doch eigentlich beantwortet. Ja, ihr habt sie beantwortet, aber das ist halt ein Bug. Und ich hatte in der Vergangenheit das einmal gemessen und ein Händler gesagt, ihr macht das mal. Das war dann kurz vor Ende des Monats und beim nächsten Ranking-Durchlauf, also bei der nächsten Account-Bewertung, war er dann unisono so im Schnitt 10 Plätze nach oben gesprungen. Das ist so ein Trick, den viele vielleicht nicht berücksichtigen. Ja, seid ihr wirklich mobil optimiert? Macht einmal, wir werden es gleich machen, eine richtige Customer Journey über die eBay App. Habt ihr sie noch nicht auf euren Handys installiert? Installiert sie jetzt bitte. Aha, hier ein paar Handys. Ja. Nein, wirklich, machen wir. Ist auch extrem wichtig, dass ihr einmal versteht, wie ist denn die Reise des Kunden, der mobil einkauft. Über 60% der eBay-Transaktionen, die passieren, haben mindestens einen mobilen Touchpoint. Im Seller Hub könnt ihr dann auch sehen, wie hoch euer mobiler Anteil ist. Der wächst stetig. Ist eure Artikeldetailseite ansehnlich? Kann ich euch sicher sagen, ich habe keine entdeckt, die tatsächlich ansehnlich ist von euch. Da gehen wir mal ein bisschen auf die UX im Nachgang eines fortgeschrittenen Teil ein. Aber ihr solltet darauf achten, dass sie ansehnlich ist. Und ihr müsst jetzt ja nicht selbst kreativ sein. Ich bin auch nicht kreativ, in meinem Leben nie kreativ gewesen. Ich schaue mir die Dinge aber bei denjenigen ab, wo ich glaube, dass sie es können.
dann gucke ich mir mal Zalando an, dann gucke ich mir mal Otto an, dann gucke ich mir mal Real an. Halt dort, wo Artikel-Detailseiten, glaube ich, gar nicht mal so schlecht sein sollen. Hoffe ich zumindest. Und orientiere mich doch daran. Du musst das Rad nicht neu erfinden, es ist mitunter absolut ausreichend, wenn ihr von Guten euch anschaut, wie sie es gemacht haben. Ihr extrahiert das Wesentliche und übertragt es dann auf euch. Ja, habt ihr eure Mängelquote im Griff? Insbesondere, wenn es um die Versandzeit geht, gibt es ja die eine oder andere Herausforderung. Achtet darauf, achtet immer kurz vor Ende des Monats darauf, dass ihr den Status Top-Rated Seller beibehaltet. Wenn ihr den als gefährdet anseht, ergreift Maßnahmen. Es gibt eine Menge Maßnahmen, die erkläre ich im fortgeschrittenen Teil, die ihr ergreifen könnt, dass sichergestellt ist, dass ihr diesen Status immer erhaltet. Wichtig ist hier, der Messzeitraum endet am jeweils letzten des Monats. Und Achtung, je nach Sommerzeit, entweder 8 oder 9 Stunden früher, weil es wird nicht nach der europäischen Sommerzeit gemessen, sondern nach der UTC. Und das Ergebnis wird angezeigt zwischen dem 15. und dem 20. Das hat immer eine Gap, die wird es halt auch immer geben. Ihr müsst halt gucken, dass ihr zum letzten des Monats in der Lage seid, sauber dazustehen. Ja, richtige Kategorie und zweite Kategorie. Da gibt es ja ganz häufig die Diskussion, wir hatten sie jetzt ganz aktuell, dass ein Kunde auf das Keyword Flexschlauch optimierte und dann erhielt er vorgeschlagen die Kategorie Gartenschläuche. Ja, ist natürlich falsch, wenn man einen Heizungsschlauch hat. Ja, es ist falsch, aber es ist egal. Weil euch geht es doch nicht darum, irgendwas richtig zu machen, sondern dann prinzipiell geht es euch darum, ihr wollt verkaufen. Ihr braucht Sichtbarkeit dazu. Und wenn ich in der falschen Kategorie liste, die aber von eBay vorgeschlagen wird, bitte sehr, dann liste ich dort rein. Dann ist das so. Das heißt, es ist egal, was ihr als logisch, als sinnvoll erachtet, relevant ist nur eine einzige Geschichte, was schlägt euch eBay vor. Wenn eBay euch eine solche Kategorie vorschlägt, dann ist das so. Diese Vorschläge von eBay sind nicht statisch. Ich bin mir sicher, so um bei diesem Beispiel Flexschlauch zu bleiben, sobald wir uns gegen Herbst, gegen Winter nähern, dass wir dann auf einmal auch die richtige Kategorie vorgeschlagen bekommen, Heizungszubehör. Das liegt halt daran, dass die Cassini vom Kern her Algorithmen und Nutzer gesteuert ist. Das heißt, wenn jetzt ganz, ganz viele Flexschlauch eingeben und dann in die Kategorie Garten wechseln, dann glaubt die Cassini, das Produkt, dieses Keyword gehört in die Produktkategorie Garten. Dann ist das so. Ja, und dann No Multilistings. Ist ja auch immer so eine harte Diskussion. Ich habe viele Listings, ich mache Multilistings, dann habe ich eine höhere Sichtbarkeit. Aber was zählt denn am Ende? Die Sichtbarkeit oder die Sales? Auf welchen Positionen passieren denn tatsächlich die Verkäufe? Da gibt es je nach Kategorie mit Sicherheit unterschiedliche Ausprägungen, aber mit Belgraph haben wir das ein oder andere Mal schon gemessen, da gibt es noch ein kleines Tool zu, dass im oberen Drittel, also zwischen Position 1 und 5, die Verkäufe stattfinden und häufig ist es ein einziges Produkt, was gut rankt, wo sich nahezu alle Verkäufe drauf konzentrieren. Das bedeutet also, das Multilisting mag euch dann auf der ersten Seite, manchmal mögt er zweimal sein, auf der zweiten Seite seid ihr dreimal, aber es hilft euch nichts, gar nichts, wenn sich das nicht in den entsprechenden Sales ausdrückt. Das bedeutet für euch, ein Listing, ein Produkt. Möglichst Varianten nutzen, alleine um mehrere Sales auf das Produkt zu bündeln. Es gibt aber noch andere Gründe, die erzähle ich euch gleich. Und wenn ihr in die Situation kommt, dass ihr einen Wettbewerber seht, der Multilistings macht. Ich habe zuletzt die Frage gestellt bekommen, wo kann ich denn eBay melden, Mensch? Das ist ja richtig doof, dass der mit seinen Multilistings. Ja, seid ihr denn bescheuert? Ihr
würde doch dann so den Wettbewerber zwingen, etwas richtig zu machen, was ihm mehr Sales bringt. Wenn er jetzt schon gut gelistet ist, gerankt ist mit seinen Produkten, dann hätte nur ein einziges und ganz anderen Verkäufe, die sich auf die anderen Multilistings von ihm verteilen, auf eins gehen, dann macht er euch platt. Also das Akzeptieren, sich freuen. Und wenn er fragt, ob ihr das auch macht, sagt ihr, ja, habe ich Angst vor eBay, ja, und bestärken, dass er, ja, und begrüßen, dass er so toll und erfolgreich ist. Aber auf gar keinen Fall ihn davon zu überzeugen, dass er es nicht machen soll. Das sind die 10 Basics, die ihr beachten solltet. Wie funktioniert die Cassini? Die Cassini ist eine kontextuale Suchmaschine, die im Kontext sucht, die algorithmengesteuert ist, sprich, die sehr flexibel ist, die einen Fokus hat. Sie versucht euch das anzuzeigen, was der Kunde möchte, was relevant ist. Da hat eBay einen Haufen an Parametern, an Scores, mit denen sie die Relevanz letzten Endes versucht festzustellen. Und ja, ob das jetzt gut oder schlecht ist und ob das immer richtig ist oder ob es manchmal falsch ist, darüber kann man lange darüber diskutieren. Das soll mir am Ende des Tages egal sein. Uns interessiert ja nur, dass wir eine gute Sichtbarkeit bekommen. Das bedeutet also auch, gebt dem Kunden, was er möchte. Sprich, füttert die Cassini so, dass sie denkt, dass ihr relevant seid. Und beachtet, es kann sich verändern, das Suchverhalten der Kunden. Im Sommer werden mehr Sommerprodukte gesucht, im Winter mehr Winterprodukte. Am Beispiel Flexschlauch bin ich mir sicher, dass wir den im Winter in einer anderen Kategorie stehen haben. Das ist dann ein Beispiel dazu. Ja, wie sucht die Cassini? Nach Region, nach Browser, nach Interessen. Die Ergebnisse variieren verkraftbar, aber trotz alledem, gerade dann, wenn ich auf der ersten Seite mich umschaue, habe ich nur 25 Suchpositionen, da ist es dann durchaus mal relevant, ob ich auf der Position 5 oder halt personalisiert auf der Position 26 erscheine. Das ist halt auch deshalb wichtig zu wissen, weil ihr verstehen müsst, dass wenn ihr über einen Browser euch eure relevanten Keywords anschaut, ihr immer ein verfälschtes Ergebnis erhaltet. Zwei verschiedene Browser und ihr habt verschiedene Ergebnisse. Egal, ob ihr es mobil macht oder ob es ihr über einen Laptop oder einen Desktop macht. Es ist immer ein unterschiedliches Ergebnis, was sogar regional, je nachdem, wo ihr euren Einwahlknoten halt habt, sich verändern kann, entsprechend auch die Interessenslagen. Lasst ihr jetzt mal einen Freund, einen Bekannten an euren Rechner oder sucht ihr tatsächlich mal etwas auf eBay und fangt dann nach eurem Produkt an zu suchen, habt ihr wieder ganz andere Suchergebnisse. Wichtig ist, dass ihr versteht, dass ihr im Grunde genommen tatsächlich immer unterschiedliche Suchergebnisse angezeigt bekommt, es sei denn, ihr nutzt es über die API. Die API, die könnt ihr, wenn ihr Entwickler im Hause habt, kostenlos nutzen. Der API-Zugang ist kostenlos, 5000 Calls pro Tag sind frei und mit ein paar Handgriffen seid ihr in der Lage, eure eigenen Listings zu entwickeln oder aber ihr nutzt halt bezahlte Tools. Backup kostet 9,99 € bis 22 Suchergebnisse über die API ab und stellt das Ranking dar. Wie schnell agiert die Cassini? Das werdet ihr gleich sehen. Wir haben einen Live-Chart-Tool gemacht, was wir teilweise für die Workshops nutzen. Alle anderthalb Sekunden verändert sich tatsächlich das Ranking bei eBay. Ihr werdet gleich auch noch einmal einen Chart sehen, wo wir einmal eine Startseite ausgewertet haben, wie häufig sich dort die Suchpositionen ändern, beziehungsweise wie viele verschiedene Angebote von eBay den Verbrauchern auf der Startseite im Laufe eines Monats angeboten werden. Das ist erstaunlich. Ja, wo sucht die Cassini? Während ihr sucht, werdet ihr immer in die richtige Kategorie geführt. Wenn ihr Reizwäsche sucht und Return drückt, dann landet ihr automatisch in der Kategorie Damenunterwäsche und seht das Ranking. Und genau das ist der Grund, warum die richtige Kategorie so unfassbar wichtig ist. Ihr rankt innerhalb der Kategorie. Und wenn ihr das nicht beachtet, verliert ihr an Sichtbarkeit.
brutal an Sichtbarkeit. Ich habe gleich im Bereich Mythen noch eine Folie mit, wo ich euch zeige, dass nur eine zweite Kategorie einen Mörder-Ranking-Boost gebracht hat. Ja, und, ach, bin ich da schon? Gut, ja, und wie funktioniert die Cassini? Da braucht man im Grunde genommen nach gar keinen Workshop, da braucht man nicht viel zu lesen, da braucht man einfach nur einmal ins amerikanische US-Patent schauen, denn eBay hat die Cassini als Patent angemeldet. Also, was sehen wir hier? Der Best Match Score, das ist das Ergebnis, was massiv das Ranking von euch darstellt, misst sich aus Relevanz, aus der Listing-Qualität und aus dem Einhalten von Business Rules, von Regeln. Und jetzt müssen wir uns einmal Gedanken machen. Was haben wir hier? Den Power-Seller-Status, damals gab es noch keinen Top-Verkäufer-Status, den Umstand, was ich für Shipping, für Versandmöglichkeiten anbiete und den High Seller Quality Score. Da ist er. Einmal verbrieft, was mit eurem Account passiert. Ihr habt also einen Score. Das sind die Dinge, die euch nach oben bringen. Was bringt euch nach unten? Hohe Versandkosten und ein niedriger Account Score. Das sind ganz böse Geschichten, denn die könnt nur ihr erahnen und vom Wettbewerb erst recht nicht sehen. Das ist also ein richtiges Problem. Also ihr werdet das nie erkennen, aber wenn ihr einmal versucht, eine Frage zu beantworten, dass ihr sagt, boah, meine Güte, der Wettbewerber hat es genauso gut gemacht wie ich, aber er rankt besser und ich komme einfach nicht an ihn ran, dann sind das zum Beispiel Gründe. Oder können das Gründe sein, dass er einfach höheren Score hat als ihr. Ja, die Listing-Qualität, Anzahl der Suchimpressionen, die Views, also sprich die Besucher, die Anzahl der Transaktionen, dann statisch der Preis, die Versandkosten, die Condition, also neu und gebraucht, Duration, das heißt die Dauer. Und das ist jetzt eigentlich wieder das Interessante, das ist das Kontextuale, was wichtig ist, was die Listing, das Listing-Ranking beeinflusst und was ihr beachten müsst. Median Selling Price, das heißt, pro Produkt habt ihr einen Medianpreis und den müsst ihr erkennen und ihr solltet euch innerhalb des Medians bewegen, ansonsten habt ihr Schwierigkeiten. Median Shipping Cost, haben alle 4,50 Euro und ihr nehmt 0 oder ihr nehmt 10 Euro, dann ist das ein Problem, weil ihr außerhalb dieses Medians rausgeht. Das bedeutet auch, ihr habt zwei Produkte in zwei verschiedenen Kategorien, bespielt sie mit gleichen SEO, mit gleichen SEO-Maßnahmen, der eine pusht nach oben, der andere geht nach unten. Das liegt dann daran, dass halt die kontextualen Zusammenhänge einfach nicht mehr passen. Das heißt, SEO-Maßnahmen gibt es klar einen Blumenstrauß, die kann man bespielen, aber ihr müsst immer herausfinden, was ist für das Produkt, für die Kategorie jetzt genau das Richtige. Median, Impressionen, Views und Transactions. Also sprich, bleiben wir bei den Besuchern. Wenn wir, wenn alle gut gerankten Produkte 10.000 Besucher haben und ihr habt nur zwei Besucher, dann fliegt das halt raus. Und habt ihr jetzt 100.000 Besucher, fliegt euer auch raus, weil ihr außerhalb des Medians seid. Ja, die Relevanz ist klar, da hängen jetzt noch weitere Erklärungen ab, woraus eBay die Relevanz tatsächlich erkennt. Hier ist im Wesentlichen natürlich die Keywords. Hier sind die Keywords wichtig, anhand dessen eBay ableitet, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass, wenn euer Produkt angezeigt und angeklickt wird, hieraus eine Transaktion passieren kann. Und das ist meines Erachtens auch die wichtigste Folie, die solltet ihr inhalieren, weil auf die werde ich zum einen immer wieder zurückgreifen im Laufe des Tages heute und sie hilft euch immer bei der Beantwortung auch weiterer Fragen, die ihr in eurer eigenen betrieblichen Praxis halt feststellen werdet, wenn es darum geht, dann mache ich jetzt das oder mache ich das nicht. So,
Wir haben bei eBay einige Leistungskennzahlen, KPIs. Das ist das Ranking, die Sales, die Besucher, die Beobachter, die DSR, Detailed Seller Rating, das sind diese Sternchenbewertungen, die Bewertung und die Sell-Through-Rate, sprich das Verhältnis zwischen Besucher zu tatsächlichen Sales. Und hier kommen wir jetzt genau zu der Folie, von der ich eben gesprochen habe. Wir haben 2.500 Angebote, die innerhalb von 30 Tagen auf der ersten Seite gerankt haben für das Keyword Kommode. Also jetzt ein bedingt populäres Keyword, aber eBay zeigt 2.500 unterschiedliche Angebote dort an. Warum ist das so wichtig? Weil diese Duration, diese Volatilität wird zunehmen mit Einführung der neuen gruppierten Suche und den damit bedingten Konsequenzen. Zeige ich euch auch gleich. Das heißt, die Optimierung auf die vordersten Plätze wird wichtig, wichtig und nochmal wichtig. Wesentlich wichtiger, als es jetzt schon ist. So, wir unterscheiden grundsätzlich zwei verschiedene Arten von SEO, einmal On-Page-SEO und einmal Off-Page-SEO. On-Page-SEO ist das, ich muss Zugang zum Angebot haben und muss im Account oder im Backend oder halt im entsprechenden ERP-Wavi-System in der Lage sein, Merkmale am Produkt, am Listing zu verändern. Das ist die eine Sache. Die Off-Page-Geschichte ist die, alles was ich halt machen kann, ohne tatsächlich auf der Seite zu sein. Also, wie kriege ich Traffic? Dazu kann ich zig Facebook-Gruppen nutzen. Das ist natürlich eine Off-Page-Geschichte. Hier bin ich in der Lage zu sagen, hey, ich habe ein geiles Produkt. Wenn ich jetzt einen Flexschlauch habe, bleiben wir bei dem Beispiel, gehe ich in irgendeine Do-it-yourself-Gruppe und versuche doch Trust aufzubauen und versuche irgendwann mal zu sagen, ich bin der geilste Flexschlauch-Lieferant in Deutschland. Entsprechend kann ich die halt nutzen, zum Beispiel zum Markenaufbau. Ja, Preisvorschlag, Streichpreise, Rabatte, Newsletter, richtige Menge einstellen. Newsletter meine ich nicht, dass ihr Newsletter von euch verschickt, sondern die eBay-eigene Funktionalität, einen Newsletter zu versenden. Thema richtige Menge, häufig diskutiert, will ich jetzt eine Preisreduktion, eine Mengenreduktion haben, damit ich oben den Badge angezeigt kriege, schon 90% verkauft, der letzte Artikel, um so den Verbraucher zu incentivieren. Oder aber sehe ich zu, dass ich immer ausreichend Lagerbestand habe und das werde ich euch gleich erklären, was gut ist. Da gibt es nämlich einige Folien zu. Ja, Beobachter, Warenkorb sind auch wieder Sachen, die ich off-page machen kann. Besucher an Traffic gehört zu den Facebook-Gruppen. Klar, kann ich auch off-page machen. Grundsätzlich der Hinweis, alles was off-page zu machen ist, bedeutet auch, ihr könnt Angriffe erfahren. Wenn wir jetzt davon reden, positiv, ich will 5.000 Besucher haben, kann euch ein unliebsamer Wettbewerber auf 100.000 draufschicken. Kostet 19,99 Euro, um 100.000 Besucher auf ein Produkt zu schalten. Also da könnt ihr euch mit 20 Euro möglicherweise beeinflussen. Ja, achtet auf Bewertungen. Achtet darauf, dass die Bewertung auf Artikelebene passiert. Sehen wir uns gleich bei euren Angeboten an. Ihr habt unterhalb des Preises links die Verkäufe, rechts die Bewertung. Da seht ihr, dass die Bewertung auf Artikelebene passiert. Solltet ihr dort Defekte sehen, arbeitet an eurer Artikelbeschreibung. Seht zu, dass ihr diese Defekte rauskriegt. Ja, wenn ihr Beobachter habt, und ihr verändert den Preis nach unten. Was passiert da? Jeder, der eine eBay-App installiert hat, und das haben die Verbraucher in der Tat, denn sie kaufen sehr häufig mobil ein, sie erhalten einen Push, eine Push-Benachrichtigung. Plingelingeling, Artikel ist billiger geworden. Setzt diese Funktionalität aktiv ein. Wird ein Cent billiger, wird ein Cent teurer, wird ein Cent billiger. Und ihr könnt auf diese Art und Weise Aufmerksamkeit schaffen. Insbesondere bei den Beobachtern, die ein bisschen unschlüssig sind. Da müsst ihr für euch und für eure Produkte herausfinden, was die optimalen Zeiten sind, aber am Ende des Tages ist das ein Steuerungsinstrument, was ganz, ganz wenige von euch benutzen.
Ja, Keyword in Varianten, da werden wir darüber gleich sprechen, welche Möglichkeiten ihr habt, innerhalb der Varianten noch Keywords unterzubringen. Werde ich euch zeigen, 65 Zeichen pro Variante stehen euch zur Verfügung. Habt ihr 10 Varianten, habt ihr 650 Zeichen mehr an Keywords zur Verfügung. Das bedeutet, die Enge an Keywords, die ihr im Titel habt, 80, und in den Artikelmerkmalen relativiert sich ein bisschen, da kann man ein bisschen mehr noch machen. Ja, Kategorien hatten wir schon besprochen, Titel und Artikelmerkmale hatten wir auch schon. Eine solche Liste würde ich jedem Mitarbeiter zur Verfügung stellen, den ihr habt, damit er sich das immer mal wieder ins Gedächtnis rufen kann, wie er die Artikel optimiert. So, das, was die meisten vergessen, eBay-Newsletter. Es gibt einen eBay-Newsletter, es gibt die Möglichkeit, dass ihr Follower incentiviert, die euren Produkten und eurem Angebot folgen. Social Media Ratgeber, ja, Ratgeber gibt es leider nicht mehr bei eBay. Das ist scheiße, das ist extremst blöd, dass die diese Funktionalität abgeschaltet haben. Habt ihr aber noch alte Ratgeber, könnt ihr die möglicherweise noch verändern und anpassen. Das solltet ihr auch nutzen. Wenn ihr Sales braucht, nutzt Deal-Communities wie MyDeals, wie DealsKing, DealKing, wie sie auch alle heißen. Und nutzt die ganzen Facebook-Produkttestergruppen von Amazon. Die größte ist die FBA, irgendwas mit Hero heißt sie jetzt. Mit 48.000 Mitgliedern. Nutzt sie. Ihr dürft sie nutzen. Die Admins haben nichts dagegen. Ich kenne beide Admins. Das ist der Ossi und das ist der Yasin. Das ist überhaupt kein Problem. Wir werden es auch gleich nutzen, um einfach mal zu zeigen, wie das mit dem Traffic funktioniert. Versandrabatte. Ja, das ist ja immer so eine große Frage. Ich habe ganz, ganz viele Produkte, möchte, dass die Kunden zusammen kaufen, 3, 4, 5 Produkte, dann richtet Versandrabatte ein. So, dass die Kunden nicht 2, 3 Mal ihren Versand zahlen. Ja, noch einmal. Ratgeber, finde ich extrem schade, dass eBay diese rausgeschmissen hat. Ja, entsprechend sauer bin ich auch darüber. Ich hoffe ja immer, dass eBay zusieht und weiß, dass ich darüber sauer bin, weil ich verstehe es nicht. Ich verstehe es ganz einfach nicht. Die Ratgeber waren so eine tolle Möglichkeit, dass ihr wirklich Content, also Inhalt, produktbezogenen Content, den ihr nicht in der Artikelbeschreibung spielen wolltet, konntet, dass ihr den rausziehen konntet. Die Dinger, die waren bei Google so unglaublich geil gerankt. Finde ich halt sehr, sehr schade. Ich glaube, die sind einfach ein Kostenersparnispotenzial zum Opfer gefallen. Den richtigen Grund kenne ich nicht. So, grundsätzlich, was machen wir heute hier? Wir machen heute eine technische SEO. Ich zeige euch, wie ihr mit eurem Produkt nach oben kommt. Nur, die bringt nichts, rein gar nichts, wenn der Kunde am Ende nicht den Sofortkaufen-Knopf drückt. Das ist eine Kerngeschichte von SEO, die ist nur ein Steigbügelhalter, dass die Kunden eure Produkte sehen. Der Rest, die Usability, die Benutzerführung, bis ich einen Kunden dazu überzeugt habe, tatsächlich den Kaufen-Knopf zu drücken, das hat nichts mehr mit SEO zu tun. Also, die SEO rockt es nicht, wenn ihr eine beschissene UX habt. Und ihr habt nahezu alle Herausforderungen in euren Artikeldetailseiten. Das müsst ihr begreifen, da müsst ihr auch ansetzen. Ich kann jedes Angebot von euch in Position 1 bringen. Das ist kein Problem. Aber es muss auch irgendwann mal da bleiben. Weil ansonsten gebt ihr so viel Geld aus, dass es Position auf Platz, dass ein Produkt auf Position 1 bleibt, dass das nicht mehr mit den geringen Sales in einem wirtschaftlich gesunden Verhältnis steht. Also, arbeitet auch in der UX und da werden wir uns nachher drum kümmern. Ja, schauen wir uns einmal die UX an. Hier haben wir ein Angebot von, wenn ich das richtig sehe, von Saturn. Sehr schmal gehalten, Preiswiederholung, wunderschön. Hier nochmal die wesentlichen Dinge aufgezeigt. Hier haben wir Mediamarkt, hier auch. Hier haben wir das eBay-Angebot. Alles sehr klein, Zeug, was keinen interessiert. Das ist keine gute UX. Hier haben wir eine Produktdetailseite,
die absolut auf das Produkt fokussiert ist. Ihr kauft hier jetzt kein Model, sondern ein Calvin Klein T-Shirt. Links die Bilder, hier das Hauptbild. Einen Kurztitel, der Preis, Varianten und Versandzeit noch einmal. Wie findet ihr diese Artikel-Detailseite? Ist die gut, ist die schlecht? Die ist super. Sieht ein bisschen billig aus, ne? So ein bisschen nackt, finde ich. So, wenn man jetzt mal das Verhältnis zu euren Seiten betrachtet. Wisst ihr, von wem die ist? Du könntest das wissen. Ich? Ja, du bist eine Frau und gehst shoppen. Ach so. Ich bin doch diese Vorurteile. Ja. Ich habe schon graue Haare. Ich bin nicht genderwahnsinnig, oder? Zalando. Das ist die Produktdetailseite von Zalando. Und ohne Zweifel funktioniert Zalando. Und wir können, glaube ich, sicher sein, dass Zalando weiß, wie man eine gute Produktdetailseite aufbaut. Und nahezu alle Elemente könnt ihr auf eBay nachstellen. Gut, wir brauchen uns nicht darüber zu unterhalten, dass wir hier vielleicht in diesem Bereich halt nicht nachstellen können. Aber ansonsten werden wir nahezu alles wirklich nachbauen können. Das heißt, ein gutes Template, eine gute Artikeldetailseite ist sehr spartanisch. Glaubt also nicht den ganzen Template-Verkäufern, die euch für 2.049,99 Euro so ein scheiß Template verkaufen wollen. Und kommt runter von dem Gedanken, dass ihr unbedingt euer Logo irgendwo platzieren wollt. Das wollt ihr nicht, weil kein Arsch interessiert sich für euer Logo. Interessant ist das Produkt, ihr wollt verkaufen. Jetzt kommen einige und sagen garantiert, oh, ich will einen Markenaufbau machen. Ja klar, willst du das. Ja, dann mach es, aber dann mach es innerhalb einer Strategie. Und genau daran hapert es. Das ist ein Hilfsargument, warum man es scheiße macht. Im Grunde genommen braucht ihr dann eine ganz vernünftige Strategie. Dann solltet ihr mal in einen Markenaufbau-Workshop oder einen Marken-Workshop gehen. Da erfahrt ihr, was ihr alles zu beachten habt, um eine Marke aufzubauen. Das ist garantiert mehr als ein Logo auf einer eBay-Artikel-Detailseite einzublenden. So, jetzt kommen wir mal zu dem Ding mit dieser mobilen Optimierung, mit diesen Handys. Ich habe immer noch Diskussionen in der Facebook-Gruppe oder auch teilweise in den Workshops. Ja, man kann ja hier mit den Händen größer machen. Es gibt ja gar nicht so viele, die mobile einkaufen. Die meisten Händler stellen sich den Einkauf so vor. So kauft der Kunde ein. Die Realität ist aber die. Genau so. Das ist die Realität. So kaufen die Kunden ein. Das trifft selbst mich. Ich habe zuletzt neben meiner Frau gelegen. Sie meinte zu mir, Mensch Marc, du brauchst neue Socken. Da dachte ich mir, okay, wenn du das jetzt nicht sofort erledigst, dann wird die Heidi böse. Also, nach hinten gegriffen, im Bett, Handy rausgeholt, eBay-App aufgemacht, habe ich schnell so ein 12er paar Socken gekauft, Handy wieder zurückgelegt, zurückgelächelt, erledigt. Hat es auch einen guten Nachtkuss gegeben. Also, das ist die Realität. Und die wird euch wahrscheinlich auch so passieren im Täglichen. Untersucht mal, da guckt euch mal eure Mitarbeiter an. Da guckt ihr mal die Workshop-Teilnehmer an. Zack, 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 was machen sie? Nee. So arbeitet nicht der Gordon, nicht mit seinem Laptop, den er vor ihm stehen hat. Nee, er nutzt das Handy. Ja, genau. So ist das. Das ist die Realität. Also, und versteht, dass ihr daraufhin euren gesamten eBay-Auftritt auch zu optimieren habt. Und das sind ganz spannende Fragen, die sie stellen. Also die Frage, die sie stellt, brauchen wir überhaupt ein Produktbild? Werden wir versuchen nachher zu beantworten. Ja, so sehen viele Angebote aus. So sehen auch viele Angebote aus. Ich hatte in einem Workshop schon grauer Hintergrund und graue Schrift. Das sah großartig aus. Das ist so dieser 90er Jahresstyle. Da sind wir raus. Das ist schon ein halbwegs guter Ansatz. Oben einen Titel, idealerweise einen Kurztitel.
Ich meine, dass hier unten eine Beschreibung kommt, das weiß ich. Das heißt, da brauche ich den Begriff Beschreibung nicht noch einmal. Ich könnte sogar hier auf den Titel verzichten und könnte hier einen Kurztitel machen und hier käme ich dann mit einer Beschreibung dran. Idealerweise eine, die schnell zu konsumieren ist, das heißt mit Bullet Points. Weil, ganz im Ernst, die Art und Weise zu kommunizieren ist richtig cool. Ja, also definiert eine mobile Kurzbeschreibung. Ein Bild, wirklich nur ein Bild mobil, wenn es denn sein muss. Und die Frage, brauchen wir es wirklich, mit der beschäftigen wir uns gleich. Verwendet Bullet Points. Vermeidet Wiederholungen, das gilt sowohl mobil wie auch auf dem Desktop. Wenn ihr eure Versandkosten schon irgendwo angegeben habt oder wenn ihr schon Hinweise oder Zahlweise gemacht habt, dann macht sie nicht noch einmal eine Artikelbeschreibung. Warum? Der Verbraucher ist gewohnt, dass das Zeug oben steht. Und je mehr ihr einem Verbraucher an Informationen anbietet, desto schneller ist er auch irritiert und verliert die Lust. Das relativ schnell. So, Schriftgröße ist mindestens 12 Pixel. Und das erfahrt ihr im Übrigen auch alle. Ihr bekommt nachher ein Handout. Ihr werdet es kaum glauben. Bei eBay im Verkäuferportal. Und nutzt es. Nutzt das eBay-Verkäuferportal. Das ist die beste Ansammlung an eBay-Tipps, die es überhaupt gibt. Da ist Wortbild ein Haufen Scheiß gegen. Da steht nicht so viel drin. Das meiste steht bei eBay, auf eBay, im Verkäuferportal. Und die wenigsten von euch nutzen es. Ihr glaubt scheinbar, eBay will euch verarschen, wenn die euch Tipps geben. Nee, dem ist nicht so. eBay hat richtig Bock auf GMV, sprich auf Umsatz. Und die tun viel, dass dieser Umsatz auch immer schön wächst. Ihr habt recht, es gibt kein Unternehmen, was es in der Vergangenheit besser geschafft hat, Sachen zu verkacken. Aber im Verkäuferportal, da haben sie im Wesentlichen echt coole Sachen drinstehen. Ja, jetzt kommen wir mal zum Bereich Mythen. Also, wie ist das denn mit dieser künstlichen Verknappung? Das heißt, ich gebe nur 3 an, ich gebe nur 5 an. Könnt ihr machen, kackt dein Ranking ab. Ist gemessen, seid ihr, das ist von Florian im Übrigen, Florian Rösch von Friseo, der hatte mir die Folie mal gegeben. Es ist so. Wenn ihr also mit diesem, wenn ihr glaubt, dass der Badge wichtig ist, 80% verkauft, 90% verkauft, dann hat es das zur Konsequenz. Die Frage ist also jetzt, was ist der Bestand, den ihr am idealsten angebt? Eine Flanke ist die, mindestens so viel, wie ihr an Beobachtern habt. Ist ja klar, ein Beobachter sagt was, hey, ich habe vielleicht Bock, das Produkt zu kaufen. Was denkt die Cassini? Ja, geil, der hat da 20 Beobachter, nur 10 Stück an Lager. Fuck, der kann ja noch nicht mal die Beobachter ausliefern. Warum soll das Produkt denn relevant sein? Nee, ist es natürlich dann auch nicht. Das heißt, er rankt schlechter. Also, mindestens Anzahl der Beobachter. Und idealerweise, das, was ihr so an 14-täglichen Bedarf feststellt, was ihr die großen Wettbewerber verkaufen. Das ist so 14-Tagesbedarf. Das ist dann die ideale Menge, die ihr angeben könnt. So, dann gucken wir uns hier mal einen Artikel an, der war mal in einem eBay-Wow-Angebot. Was passiert, wenn auf einmal die Sales aufhören? Er hat sehr, sehr gut gereckt, die Sales hören auf, ganz klar, hier war das Wow-Angebot und wupp. Der Artikel verliert an Sichtbarkeit und verschwindet. Also, ihr braucht Sales auf einem Artikel. Und wenn ihr merkt, dass ihr im Ranking abrauscht, dann müsst ihr was tun, damit ihr entweder Sales habt oder ihr müsst andere Maßnahmen ergreifen. Die bringe ich euch gleich bei. Damit ihr wieder einen Ranking-Push bekommt. Nur hier einmal keine Sales, kein Ranking. So, wie wirken sich Sales? Genau das dann noch einmal umgekehrt. Ihr habt einen Artikel, der hat keine Sales, er bekommt Sales, wupp, und schon wird er wieder relevant und steigt im Ranking. Also, Sales sind ein wichtiges Kriterium. So, das richtige Keyword-Setup macht es. Was haben wir hier gemacht bei diesem Artikel? Wir haben einen Artikel, der irgendwo in der Position 300 gerankt hat, dem haben wir ein vernünftiges Keyword-Setup verpasst. Und schwupp,
erste Seite, Top 5 Positionen. Also Keyword Setter. Das ist extrem wichtig. Das ist der Schlüssel neben den Sales zu allem, dass ihr eure Keyword erkennt für eure Produkte. So, wie sind die Verkaufszeiten bei eBay? Wenn ihr, das könnt ihr natürlich mit einer Menge Tools machen, von dem ich auch mit Baygraph, wenn ihr mal die Wow-Angebote, die ihr morgens seht, über die Seite ebay.de/deals, dann gibt es dann immer Wow-Angebote, die extremst viel und häufig sich verkaufen. Und dann könnt ihr anhand dessen einmal schauen, auch kategoriespezifisch schauen, wie denn die optimalen Verkaufszeiten sind. Ist ja immer so eine Frage. Richtig gemessen habt ihr es nie. Ihr habt immer so euren Eindruck, aber gemessen habt ihr es nie. Aber so könnt ihr das auch mal mit verwandten Produkten euch selbst für eure Kategorie anschauen. Ja, ranken Keywords unabhängig voneinander? Ja oder nein? Es kommt drauf an, ist die Antwort. Ihr seht hier oben zwei Keywords. Das sind in diesem Falle, ich muss die gelbe raus, Badeinsel. Und das andere habe ich jetzt hier nicht mehr. Und Einhornluftmatratze. So, Einhornluftmatratze und Badeinsel, die ranken sehr identisch. Ein anderes Keyword, Luftmatratze, völlig anders. Das heißt, auch hier ist es wichtig, dass wenn ihr auch verschiedene Keywords optimiert, ihr immer das einzelne Keyword auch betrachtet, ob ihr da auch einen Erfolg seht. So, was passiert, wenn ich einen Artikel mit einer Preisänderung versehe? Zum Beispiel, ich habe einen Artikel, der ist richtig geil, mit geilen Sales, den habe ich gerade nicht an Lager, dann kann ich den Preis ja mal kurzzeitig erhöhen. Und sobald ich einen Artikel habe, dann setze ich den Preis wieder normal runter. Ja, das wirkt, denn schon habe ich hier die Preisänderung, gehen wir mit dem Artikelpreis runter, geht mein Ranking in die Höhe. Im Übrigen auch nochmal ganz deutlich, was es bedeutet, ich muss im Median sein. So wirken Preisänderungen. Ganz brutal. Wenn ich außerhalb des Medians bin, verliere ich sofort an Ranking. Was bringt mir ein Top-Angebot in Kategorie und Suche? Vergesst die Folie, es ist scheißegal, eBay macht gerade einen Beta-Test und versucht, also es wird abgeschaltet, Top-Kategorie und Suche, gibt es ein anderes Angebot, also beschäftigt euch damit nicht mehr. Bringt nichts. Wir machen gerade eine Outbound-Kampagne und rufen einen Händler an und versuchen sie an einem Test daran teilzunehmen und sponsern das auch. Also solltet ihr davon betroffen sein, solltet euch eBay anrufen, dann nutzt die Chance und macht mit, die sponsoren noch eine ganze Menge. Grundsätzlich bringt ein Top-Angebot mal ein bisschen etwas was. Die Frage ist, ihr müsst aber halt immer individuell betrachten, ob diese 149 Euro für euch wirklich lohnend sind, weil die müsst ihr mindestens drin haben. Ja, nicht der Billigste gewinnt. Oder gewinnt der Billigste? Muss ich bei eBay immer der Billigste sein? Nee, müsst ihr nicht, verdammte Scheiße. Der Median ist interessant. Und ihr seht, wenn ich meinen Preis erhöhe, dann bin ich auch auf einmal im richtigen Ranking. Der Median ist interessant. Und wenn ihr die Preise eurer Wettbewerber vergleicht und euch darauf einschießen wollt, da haben ja viele Händler so einen inneren Zwang, das machen zu müssen, hatte ich auch. Was ist relevant? Relevant ist doch nur der Wettbewerber, der in meiner Umgebung rankt. Was interessiert mich, der Wettbewerber, der Position 200 rankt, der 5 Euro billiger ist als ich? Fuck, ich muss nicht der Billigste sein. Mich interessieren meine Wettbewerber in meinem Umfeld. Da muss ich irgendwo wettbewerbsfähig sein. Und das bedeutet nicht, dass ich tatsächlich der Billigste sein muss. Hier kommen wir nochmal zum Thema Kategorie. Ist ja immer heiß diskutiert, hatten wir ja eben mit unserem Flexschlauch. Hier haben wir Lego Duplo Bauplatte. Wir haben nur eine zweite Kategorie hinzugefügt von Position irgendwo 10 auf Position 1. Nur das Hinzufügen der richtigen zweiten Kategorie. Nicht mehr, nicht weniger. Und ist ja jetzt auch mit Lego Duplo Bauplatte nicht das Schwächste. Keyword oder Keyword-Kombination, die wir hier betrachten. Also, wird sich auch viel leichter drehen,
wie wir uns Gedanken machen über die zweite Kategorie. Preis-Ratio, noch einmal. Media, immer schön schauen. Ich erhöhe den Preis, ich gehe runter. Ich senke den Preis, ich gehe wieder hoch. Ich hebe den Preis noch einmal an, ich rausche ganz ab. Also, der Preis ist ein aktives Steuerungsinstrument des Rankings. Media, wichtig, wichtig. Und was passiert jetzt, wenn ihr einmal den Status als Top-Verkäufer verliert? Oder andersrum, was passiert, wenn ihr ihn endlich bekommt? Das ist einfach mal ein... Da will ich nicht hin. Da nicht hin. So, da will ich hin. Verlust, bam, weg. Weg. Und wir reden hier nicht von einem Umsatzverlust von 4, 5, 6 oder 7%. Ein großer Platin-Seller hatte vergangenes 2016 seinen Top-Rated-Seller-Status verloren. 45% Umsatzverlust. 45! Wäre der nicht so stark gewesen, wäre er pleite gewesen. Das Ding ist brutal. Das heißt, achtet unbedingt zum Ende eines Monats darauf, dass ihr nicht gefährdet seid. Es gibt einen Haufen Tricks, die ihr auch gleich erfahrt, wie man sich davor schützen kann. Verlasst euch nicht darauf, dass eBay irgendwelche Mängel löscht. Ihr selbst, ihr ganz allein seid für eure Angebote und für die Erfüllung der Regeln und Werte verantwortlich. Wenn es Add-on einen oben drauf gibt, dass eBay was löscht, alles fein, aber prinzipiell ihr selbst müsst euch darum bemühen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, und was ihr nicht messen könnt, das existiert nicht. Ihr werdet nicht alles hundertprozentig messen können. Aber hört auf zu vermuten. Versucht, wenn ihr eine These in den Raum stellt, versucht dann durch Tests diese zu beweisen oder zu widerlegen. Aber hört mit Vermutungen auf. eBay ist nicht scheiße. Und auf eBay geht was? Eine nüchterne Zahl. 90 Milliarden US-Dollar GMV wurden nur über eBay gedreht im vergangenen Jahr 2017. Die größten Verkäufer findet ihr nicht auf Amazon. Die findet ihr auf eBay. Viele Verkäufer haben in der Tat ihren eBay-Auftritt vernachlässigt. Das hat von 2016 auf 2017 zu einer Halbierung der Platin-Seller geführt. Es gibt nur noch knapp 350 Platin-Seller. Platin-Seller ist man ab 1,8 Millionen Jahresumsatz respektive 150.000 Euro Monatumsatz. Das heißt, wo habt ihr jetzt die Chancen, geil zu verkaufen? Nicht auf Amazon, das macht ihr schon. Da habt ihr Probleme mit den Chinesen, da habt ihr Probleme mit den Wettbewerbern, die schmutzigen Dinge, die passieren. Web-Retailer hat vor 2 Tagen klaren Abgesang schon zum ganzen Private-Label-Business gebracht. Aber wo funktioniert es richtig geil? Auf eBay. Ihr müsst nur eBay spielen können, deswegen sitzt er hier. Aber hört auf zu sagen, eBay ist scheiße. Ich kann es ganz konkret ausdrücken, ihr seid scheiße. Ihr, das ist euer Problem, nicht das Problem von eBay. Boah, ich bin böse, ne? Entschuldigung. Also, hier auch noch einmal. Diese Fragen solltet ihr inhalieren, euren Mitarbeitern geben. Stimmt meine Kategorie? Stimmt mein Titel? Sind die Rezensionen in Ordnung? Was sagen die Bilder? Nutze ich Preisvorschlag? Habe ich ausreichend Beobachter? Was sind die Artikelmerkmale? Habe ich sie ausgefüllt? Stimmt meine Menge? Ratgeber? Das könnt ihr streichen. Was mache ich, um Traffic zu bekommen? Nutze ich die Möglichkeit Schreibfehler? Da hat ja das meine, muss ich echt sagen, also die Amazon-Jungs sind ja schon cool. Ne? Also der Christian Otto Kelm hat das ja gebracht mit T-Shirt, also T und dann S-C-H-Ö-R-T. Tatsächlich suchen Verbraucher nach T-Shirts unter Verwendung T. Aber nur auf Amazon. Auf eBay gibt es die Suggestion nicht. Ich würde mal ganz einfach so sagen, dass eBay das dann wahrscheinlich irgendwo ausführt. Und ich bin mit der festen Überzeugung, dass die gleichen auch auf. Ich hätte jetzt gesagt, die klügeren Kunden kaufen bei eBay. Ich weiß das, aber ich glaube, das ist. Wenn man sich ja immer noch an Kundenkommunikation betrachtet, weiß ich das nicht so.
Ja, jedenfalls nutzt ihr Schreibfehler, nutzt ihr die Möglichkeit, Facebook-Gruppen mit Hilfe von Facebook-Gruppen und geschlossenen Communities eure Produkte zu promoten. So. Und wie schaut es aus mit eurer mobilen Geschichte? Ja, hier kommen wir jetzt noch, ich wusste gar nicht, dass ich das im Basic-Teil noch habe, zu dem Ding, wo ihr eure Fragen beantwortet sein soll. ebay.de/sh bringt euch auf die Startseite des Seller-Hubs. Dort geht ihr dann auf Verkaufsartikel Zusammenfassung und dann habt ihr hier den Reiter mit Fragen. In diesem Falle sehen wir zwei und hier stellt ihr diese dann um auf, dass sie beantwortet sind. Also als beantwortet markieren. Und es wird mich jetzt nicht wundern, wenn der ein oder andere Account, der das vielleicht nicht kennt, hier eine größere Anzahl hat. Also achtet bitte auch hier drauf. Müsst ihr immer mal reingucken, wenn der Bug sich mal wieder wiederholt, dass ihr die Fragen auch als beantwortet markiert habt. Ja, eine Hommage an das Verkäuferportal hatte ich euch eben schon gegeben. Bitte, bitte, bitte schaut rein, nutzt es. eBay bietet euch die Möglichkeit, es durchzulesen. Ihr könnt es euch anhören, ihr könnt es euch anschauen. Ihr habt auch Videos. Das war der Basic-Teil. Und jetzt mache ich das Video aus. Und jetzt geht es an die ganzen Geheimnisse. Das ganze Blackhead-Zeug.